mit dem Süddeutschen Zeitung und ich stelle mir vor, den Lenz nach dem Klavier, dieser hier von Südtirol. Es ist schon ganz super, hinten haben sie. Es ist ein Lenz, der hat den Süddeutschen Zeitung mittlerweile 2012 gekommen. Die Führung findet ja immer Anfang Oktober in München-Lenz statt. Im letzten Jahr waren es über 50 Gäste von über 2000 Leute. Also uns Doppelrind Hans Luhmann aus Franken. Gesamtzugwert momentan geschätzt 121, aber das war eine geringe Sicherheit da. Der nächste erst dann eine Veränderung und die Leute beobachten natürlich sehr selbstverständlich auch die Nachkommen und die Nachkommen. Herzlichen Dank, Herr Kohl, wir haben uns ein, die Fragen sind etwas älter, aber wir hoffen, dass wir also, so wie es ausschaut, aber die Fragen sind natürlich richtig. Eine Stimme, die mittlerweile 6-jährig wird, und die Gräfin ist bereits 10-jährig. Dann bleiben wir beim Beitritt der ersten Klasse, und ich stelle die Kohle als Völker. Und bin jetzt mit einer Version 6. Mal, dann wäre hier Ausmaß dabei. Da hat der Rappen war auch eingespannt hier, von der Seele schon. Der erste Tascheron zuzuordnen, 10-jährig und 12-jährig sind sie von den Seelenstrohlen. Mutterschön hat er wieder aufgelegt. Ich denke, das sinnvoll ist, wenn man eine reiche Linie hat auf der Niere, dann ist das für das Fest immer sehr, sehr angenehm. Schön ausgedacht, hoffentlich besorgt, langbrennt, herzlichen Dank. Sehr gut. Frankreich hat ja momentan erhebliche Probleme in der gesamten Umstellung der Gefühlsverwaltungsgerüste mit den Hintergrundstellen. Das Hintergrundstellen braucht man eigentlich nur bei Wagen. Das kommt daher, wenn man früher keine Bremse hatte, dann mussten sich das Hintergrundstellen natürlich ein bisschen leichter sehen. Aber den guten Halten des Pflegezustands, der hat ja auch noch sehr intensiv damit. Bitte also uns als weiterhin. Dankeschön und weiterhin viel Spaß. Kameradenwesen, 7 Jahre jung, im allergrößten Handels- und Pflegezustand. Wie ist das? Einstellig fahren ist nicht ganz so schwer. Gell? Aber ich glaube, der hat es drin. Ich bin auf der Fuß. Ich würde das Bein hoch eingeführt. Die Hintermaler-Training am Hüfte reingeführt, auch bei der Fette. Und seitdem weiß ich, dass das Beste wird. Also, grüß euch. Schön ausgedacht. Raphael Hoffmann aus Stendern. So, jetzt können wir für die andere Stelle aufsetzen. Aber wir haben es auch mit dem Raphael zu tun. Wir haben den Stefan Wölbe aus Lauterhofe vom Neuwagen oben bis zu dem Ostheim. Ihre Stelle optimal erhalten.